Herzlich willkommen zurück zu Uppala Subnautica mit Arezu. Ich bin Arezu und wir bauen jetzt das neue Tiefenmodul für den Zyklopen und dann werden wir uns auch auf den Weg machen und mit dem Zyklopen runterfahren. Ich denke, ich werde tatsächlich den was wollte ich sagen? So, wir trinken wieder einen Schluck. Und wir essen auch gleich nochmal was. So. Was wollte ich sagen? Jetzt muss ich husten, das ist doof. So, das braucht zwei Plastahlbarren und ich habe nur einen bei. Ist ja wenig. Hier haben wir auch keine drin. Oh, Computerchips, warum habe ich denn die hier? Gut, aber wenn ich mir 10 mal... Moment. Ah, verdammt, da brauche ich ja wieder mehr Lithium, oder? Moment. Plastahlbarren. Titanbarren. Deswegen bin ich ja runtergegangen. Okay. Alles gut. Bin nur manchmal ein klein bisschen zerstreut. So, irgendwas wollte ich sagen. Ach ja, ich werde den Pornanzug jetzt mitnehmen. Und einfach mal hoffen, dass es dann die richtige Entscheidung ist. Wir sollten das Modul auch wirklich upgraden dann, wenn wir die Materialien haben. Erhöht die Tauchtiefe um 1000 Meter. Das ist viel. So, was machen wir noch? Wir brauchen Bojen. Wir sollten mal dafür sorgen, dass wir Bojen haben, ne? Ich glaube, das haben wir unter Geräte? Fragezeichen. Signalboje braucht Kupfererz. Haben wir nicht. Okay, wir suchen jetzt nach Sandstein. Obwohl, war es Sandstein? Wir schauen sicherheitshalber nochmal nach. Nein. Nein. Sandstein? Nein, das ist falsch. Wir brauchen Kalkstein. Brauchen wir nicht, danke. Kalksteinbrocken. Ne, Moment. Wir suchen. Doch, Kalksteinbrocken ist doch richtig. Ich hatte jetzt so Kupfererz dort gelesen und also fast gleichzeitig. Und bin da irgendwie durcheinander gekommen kurz. Und habe das irgendwie im Geiste, auch wenn ich es nicht so vorgelesen habe, zu Kupfererzbrocken eben zusammengesetzt. Also die Dinge, die man wohl mit dem Porn dann sammeln wird. Titan brauchen wir nicht, danke. Da hinten habe ich noch... Ja, da tauchen sie langsam auf. Also später werden wir mit dem Porn natürlich noch Zeug sammeln. Besonders wenn wir das jetzt so problemlos aufsammeln können. Einmal Kupfer, gut. Titan, aua. Aua, aua, ich brenne. Also ich brenne nicht wirklich, aber es tut weh. Aber es scheint auch sehr, sehr wenig Schaden zu machen. Also es ist nicht mal sichtbar auf dem Lebensbalken immer. Hoppala. Dahin. Okay. Muss offenbar gar nicht so weit weg. Oder ich muss doch sehr weit weg. Nee, obwohl. Uppala. Entschuldigung. Gut, ist wieder nah dran. Meine Einschätzung da ändert sich sekündlich. Titan, wer braucht denn Titan? Ich brauche Titan. Ich will ja auch demnächst umziehen. Da brauchen wir eine Menge Titan, weil ich unten dann eine größere Basis bauen möchte als das, was wir jetzt haben. Unten haben wir ja dann auch Titanbrocken, die wir hier oben überhaupt nicht brauchen, weil wir überall die Aurora-Reste haben. So, das muss reichen. Wo habe ich die Explorer geparkt? Da hinten. Nehmen wir wieder mit. Da-da-da.
Kennen wir da noch den einen Brocken? Och nee, der ist ja da unten. Ich dachte, der wäre direkt neben der Explorer jetzt gespawnt. Und Haken. Hoppala. Gut. Da dachte ich, ich wäre ein bisschen zu schnell reingefahren. Ich war aber noch. So, Signalboje Nummer 1. Und Nummer 2. Dafür brauchen wir auch Titan. Also ist gar nicht so schlecht, dass wir ein bisschen was gefunden haben. So. Sehr gut. Was haben wir denn noch so? Das brauchen wir alles nicht. Schwimmende Luftpumpe brauchen wir nicht. Irgendwas gab es noch, das neu war. Beziehungsweise nicht neu, sondern das sich verändert hat. Die Tauchleine könnte es gewesen sein. Ja, genau. Die Tauchleine war vorher wohl recht nutzlos, hat auch kaum jemand benutzt. Ich auch nicht. Wurde dann allerdings so verändert, dass sie eben wirklich brauchbar ist. Jetzt ist es gerade so, dass man gelbe leuchtende Punkte dort hat, die einem den Weg zurückweisen, die eben hinter einem auftauchen, wenn man die benutzt. Vorher war es wohl wirklich leinenhaft, also eher realistisch. Welcome aboard, Captain. All systems online. Sehr gut. Da lang. Da lang. So. Und wir steuern. Oh, verdammt, ich habe die ganze Zeit angelassen. Und jetzt sind wir schon bei 93% nur noch. Ach Gott. Wo müssen wir genau lang? Wir müssen zum Blutgebiet. Da hatte ich irgendwo. Ja, da hinten ist es doch. Direkt hinter Rettungskapsel 2. Hoppala. Ja, der Annäherungsalarm die ganze Zeit. Ahead flagged. Emergency warning. Vessel tilting. Excessive noise. Ja, excessive noise. Wahrscheinlich sollten wir da ein bisschen drauf achten. Ahead standard. Wir nehmen doch lieber die einfache Fahrt. Upsi. Verlassen. Oh Gott, ich hoffe, wir kommen hier gut durch. Ich sollte wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir auch die Dings, dass er. Dass wir auch die Kapseln laden können. Nicht die Kapseln. Hoppala. Da war Annäherungsalarm. Die Zellen, die Energiezellen, aber das machen wir dann wahrscheinlich, wenn wir unten sind. Wo wir dann höchstwahrscheinlich mit Energiereaktor, mit Bioreaktoren arbeiten werden. Energiereaktor schon, ja, stimmt schon. Okay, wir können auch hier Licht anmachen mit rechter Maustaste. Dazu haben wir nicht nur die Taste. Da draußen. Gehen wir mal ein Stück runter. Kommen wir hier durch? Ja, scheint so. Ja, zum Teil kommen hier die Pflanzen durch die Scheibe durch. Sind wir schon da? Haben wir noch ein paar Riftrücken. Riff, nicht Rift. Entschuldigung. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir hier wirklich so gut hinkommen jetzt. Eigentlich müssten wir das doch schon sehen, wenn es hier auf der richtigen Höhe ist, oder? Wir gehen noch ein Stück runter. Upsi. Warte mal kurz. Schadensmeldung? Fragezeichen?
Nee, scheinbar nicht. Okay, weiter geht's. Okay, da haben wir einen großen, großen Felsen, an dem wir vorbei wollen. Jetzt müsste hier eigentlich spätestens jetzt das Blutgebiet sichtbar werden. Ah, da hinten ist es. So. Hier an diesen kleinen Inseln vorbei. Muss mich ein bisschen konzentrieren, weil ich eben mit der Steuerung noch nicht wirklich vertraut bin. Mir fällt gerade was auf. Ist bis jetzt noch kein. Ja, hier sind die Ranken. Ist bis jetzt noch kein Problem geworden. Nein, nicht hier. Moment. Hoppala. Nicht in die laufenden Maschinen reinlaufen, das wäre doof. Wo ist es? Wo ist es? Da. Zerstörungstiefe 1500 Meter. Und weiter geht's. Was bedeutet dieses Gelb dort? Ein Annäherungsalarm oder rot bedeutet, wir sollen dahin, ne? Oh oh. Tu mir nichts, tu mir nichts. Keine Energie gerade. Okay, es entfernt sich und ja, gut. Rote Punkte bedeuten, da sind Tierchen. Nee, da können wir nicht so ohne weiteres durch, denke ich. Okay, wir haben Angriff durch ein Tier. Boah. Okay, das Tier entfernt sich wieder. Ich weiß nicht, wie schlimm die Beschädigungen sind. Oder ob sie überhaupt schlimm sind. Aber das Tier, das uns angegriffen hat, ist offenbar immer noch da. Wie wir auf dem Sonar sehen können. So, ein bisschen Energie sparen. Und ja, wir schauen uns mal mit dem Zyklopen um. Nicht mit dem Zyklopen, Entschuldigung. Mit dem Porn. Okay, hier geht es noch ein ganzes Stück tiefer. 1050, und der hat schon das. Moment, hat er das? Bessere Upgrade? Fragezeichen. Erweiterungsmodul. Seemotten. Nein, das ist das Modul Stufe 1. Wir brauchen noch das Stufe 2 Modell. Ich denke, dann kann der genauso tief wie die Motte. Wir schauen uns jetzt hier auf jeden Fall erstmal um. Vielleicht finden wir ja irgendwas Schönes. Ich glaube, ich habe gerade was Schönes gefunden. Kann ich das scannen? Nee. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich schon mal gefunden. Machen wir mal einen Selbstscan. Wir sind infiziert. Oh, welche Überraschung. Ja, da sind nur die Ranken. Hier haben wir nochmal so ein Gerät. Die
Die leuchten auf, wenn man dran vorbeiläuft. Aha. Haben wir davon noch welche? Tatsächlich. Ja. Weiter. Wir gehen auf einen Spaziergang. Schnipseljagd. Ich habe das Wort früher immer missverstanden und Schnitzeljagd verstanden. Und mir hat sich irgendwie nicht erschlossen, wie man auf diesen Namen kam. Weil das Ganze ja nicht wirklich was mit Schnitzeln zu tun hat. Erst einmal, wo geht's hier lang? Oh! Sehr schön. Und ich habe gerade jetzt nichts bei. Toll. Ich hab keine. Okay. Einsteigen wieder. Und los geht's. Nach draußen. Okay. Und eine Boje. Temp. Vielleicht wird die später noch irgendwann mal permanent, aber bisher nicht. Aber zum Glück können wir so weit springen. Mal sehen, ob wir jetzt das Schiff kaputt machen. Lass mich rein! Ne, das klappt so nicht. Und hopp. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich den Gleiter benutzen jetzt und manuell nach oben schwimmen. Moment, Trockendock, komme ich jetzt hin? Oh, cool. Herr Kraum, wo sind wir jetzt? Doofe Stufe. So. Und jetzt sind wir im Maschinenraum. Okay. Die Energiezellen müssen alle noch ein bisschen verbessert werden. Obwohl, verbessert werden nicht. Nein, ich muss einfach nur dafür sorgen, eben, dass ich sie später noch benutzen kann. Wie war das doch gleich mit dem Wärmegeneratormodul oder so? So nah. Maschine. Hatten wir sowas nicht? Trockendock-Reparatur brauchen wir nicht. Nö. Okay, hier haben wir tatsächlich gar nichts, um die Zellen aufzuladen. Das heißt, das Beste wäre tatsächlich einen Haufen Ersatzzellen beizuhaben. So, wie komme ich jetzt hier raus? Ach hier. Okay. Ach, du Stufe. Und also ja, wir wollten den Gleiter benutzen. Und wir wollen nach Hause. Wo ist Hause? Ah, da hinten. Ach Gott, das ist ein weiter Weg. Und wir sind auch sehr, sehr tief. Ist wirklich doof, dass wir die Seemorte da nicht mitnehmen können. Weil mit dem Zyklopen nach oben zu kommen, nicht mit dem Zyklopen, mit dem Porn, das ist schon schwieriger. Ich meine, natürlich alles andere als unmöglich, aber es ist eben nicht die schönste Variante zu, die schönste Art zu reisen. Ja. Und immer die Seemotte in der Nähe lassen, ist auch doof. Wie mache ich das am besten? Hm.
Ich finde da wirklich auf Anhieb keine gute Lösung. Also jetzt auf dem Rückweg werde ich dann wirklich die Seemotte wieder nehmen. Das dauert hier viel zu lange sonst. Ich wüsste auch gerne, was schneller ist, der Zyklop oder die Seemotte. Also von der Intuition her würde ich erstmal sagen Seemotte. Aber wer weiß. Der Zyklop hat einen größeren Motor auch. Könnte also trotzdem schneller sein. Obwohl er so eine große Last hat. Wir sind bald zu Hause. Mussten bisher auch noch nicht auftauchen. Also die aufgewerteten, halt die aufgewertete Flasche, Sauerstoffflasche bringt wirklich einiges. Habe ich ja jetzt auch schon seit 50, 60 Folgen. Aber es ist trotzdem immer noch eine so große Verbesserung zu vorher, dass es mir ab und zu noch auffällt. Dass ich auf einmal nicht mehr so panisch sein muss. Ach Gott, dauert das. Ich meine, wenn ich unten meine Basis habe und zum Erforschen eh nicht mehr so weit reisen muss, dann ist das ja auch kein großes Problem mehr. Ich könnte mir Außenposten überall bauen. Uah! Okay. Das, Moment. Danke. Moment, habe ich das gerade rausgeworfen? Nee, okay. Hallo. Und da ist das Giftfeuerwerk. Dum badam. Warum ist das so ein weiter Weg? Was wollte ich jetzt eigentlich hier? Tafeln einsammeln. Das wäre jetzt ätzend gewesen, hätte ich das wirklich komplett vergessen. Und nicht nur so ein bisschen. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind diverse Erweiterungen fürs. Ja, ganz ruhig, ich bin ja da. Für den Zyklopen. Man kann ja da drin direkt bauen. Das heißt, sowas wie ein Fabrikator könnte ich zum Beispiel hinstellen. Ich brauche Tafeln. Hier sind keine Tafeln drin, dann sind hier Tafeln drin. So. Wird erstmal reichen. Hoffe ich. Und wir schauen mal kurz. Nein, das ist der Scanner, nicht das. Hier. Konstruktionswerkzeug. Ja, Wasserfiltermaschine für später. Energietransmitter. Sieht aus wie so ein Portal aus einigen Spielen. Nein, hier haben wir Innenmodule. Fabrikator, Titan, Gold, Tischkorallenprobe. Sollte kein Problem sein. Oh, cool. Der hat ja eine direkte Energieanzeige hier. Unser Bauwerkzeug, wenn er da mal rechts guckt. War das auch hier? Nee, hier nicht. Hier müssen wir die Energiequelle mal wechseln. Das machen wir direkt. Hier sind wir falsch. Hier werden wir auch mal die Energiequelle wechseln. Hier auch. So. Zack, 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 zack. Die kommt rein zum Laden, die kommt rein zum Laden. Die kommt rein zum Laden. So, dann kommt das wieder hier hin. Wir tauschen die Batterie aus und. Wo ist denn jetzt? Moment. So. Wo ist sie? Da. Weiß nicht, was jetzt gerade los war. Aber aus irgendeinem Grund lief was falsch. Da haben wir wieder zu viele Kartoffeln abgeerntet. So, die wird gegessen. Hoppala, zu viele Kartoffeln abgeerntet. Okay, so. So, wunderbar. Und
Ab in die Seemotte und los geht's. Wo müssen wir hin? Da hinten. Wo alles so voll ist mit Signalen. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal Stopp. Und in der nächsten Folge genau hier weiter. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.